Jo mal Leute, alles ist wieder am Start und herzlich willkommen zu einem neuen. Heute kommt ja ein weiteres Game-Video mit der FIFA 17 Karriere mit Frosinone Calcio. Und heute auch dabei unser Jamie. Hallo! Ja, hier seht ihr die Mannschaftsaufstellung. Pulisic haben wir noch, habt ihr auch gesehen, Paslak. Auch Julian Reed haben wir noch geholt und Moore haben wir auch noch geholt. Hier sind noch die Spieler zu. Die zweite Runde des Coppa Nazionale steht an. Auswärts sind wir. Da starten wir auch gleich mit dem Spiel. Mit den blauen Trikots. Da ja, können wir losmachen. Los geht's! Wieder schwarz, wie immer. Benalti. Oh, schöner. 12 Schüsse habe ich. Ah, ich muss immer. Oh, das war ein guter Schuss. Oh, das war jetzt mal ein guter Schuss. Das ist zu weit weg. Da ist schon wieder ein Posten. Doch nicht. Schön. Eigentlich schon wieder an die Latte. Oh, schön. Und jetzt noch der letzte. Komm mit dem rein. Ah, noch den. Da kommt auch noch rein. Und der letzte. Ah, geht auch nicht rein, aber egal. Machen wir. Los geht's. Es begrüßen Sie Wolfuß und Frank Buschmann zu dieser Begegnung im italienischen Pokalwettbewerb. Und die Coppa Nazionale hat schon einen sehr hohen Stellenwert in Italien. Man kann die Anspannung unter den Tifosi hier förmlich greifen. Ich freue mich gleich und dann kann ich auch gleich losgehen. Anpfiff zur ersten Hälfte. Die Partie im Coppa Nazionale läuft. Und mal sehen, was wir hier heute zu sehen bekommen. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Schauen wir noch kurz auf die Formation. Es wird ein offensives 3-4-3 werden. Das Motto ist klar, volle Power für die Offensive. Was anderes geht gar nicht, wenn du die Mannschaft so einstellst. Guardi und... Oh, was ist für ein Ausruf? Oh, da war noch gut. Jetzt war Parada. Da, Julian Green. Erster Einsatz heute. Das könnte gefährlich werden. Oh, stark gemacht, das könnte was werden. Julian Green ist aber schnell. Gute Flanke, aber sie können trotzdem klären. Kommt er noch an den Ball? Ja, auch egal. Ein Einwurf. Kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert verteidigen. Oh, der bringt den Ball rein. Gute Flanke. Noch besser aber die Abwehrarbeit. Der Schiedsrichter ist Luft. Es geht ganz normal. Der Schiedsrichter ist im Weg. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt kommt Ball erobern. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Jetzt ist er auf und nach vorne macht er das Tor. Nein, jetzt Green. Er passt ihn auf den Flügel. Green, den Ball hält er fest. Gute Aktion. Aber trotzdem. Green, Green. Wird's jetzt gefährlich. Von Dortmund. Und noch Polizei. Sie suchen die Lücke. Dortmund, wer da an der Wand gekommen wäre, ist eine gefährliche Situation geworden. Aber er kam nicht an den Ball. Jons. Felix Paslak. Paslak. Was macht der? Den Ball und jetzt
Federico Dionisi. Da passt er auf. Gut. War ja schon gut. Offside. Er steht im Abseits. Gut gesehen. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Jetzt müssen Sie aufpassen. Und jetzt ein Schuss. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Und jetzt lieber. Und jetzt. Nein, was macht der? Entschuldigung, Green. Ei, aber ja, Rechtsball für uns. Immerhin ja Rechtsball. Ein Eckball für uns. Oh nein. Und damit sind sie am Ball. Also, Pulisic. Und das ist der Ball. Ja, das ist der. Und den Ball noch. Gut aufgepasst in der Abwehr. Ah. Das hätte gefährlich werden können. Aber mit sich gibt keine schlechte. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Das war sehr gut. Die Flanke kommt rein, aber da wird nichts draus. Abgefangen. Einwurf. Verrückt hier macht er. Jetzt könnte es gefährlich werden. Die Flagge kommt gut rein. Da kommt er mit der Faust an den Ball. Gute Aktion. Torhüter hat ihn aber. Und ein bisschen Torhüter, etwas besser. Ist jetzt endlich mal einen guten Abschluss. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Das war kein Offside. Gute Möglichkeit, aber abgepfiffen. Die Fahne dumm. Der Captain. Darüber. Das ist zu fest. Jetzt haben sie den Ball. Zu feste Pässe. Ja, das kommen wir jetzt alleine machen. Aus. Du hast Bundesliga-Fahren. So weit nach hinten. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Schön haben sie den Ball. Super Aktion, gut geklärt. Kämpfen. Jetzt können sie einwerfen. Wird da eine Chance raus? Wird das eine Torschuss? Das war jetzt brutal. Giovanni! Da ist er aufmerksam, gut vom Torwart. Noch ein Einwurf. Klasse. Ja, war das nicht ein Foul? War aber eine gute, nein, war ja nicht. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Ich habe gleich Pause. 2 Minuten. Ich bin etwas besser. Noch Federico Dionisi. Noch mehr fordern. Das könnte die Chance werden. Nein. Keine Tore zur Pause für beide Teams, vor allem offensiv. Sicher. Schöner Pokal. Ich kann schlechter. Wir sehen noch die Resultate. Das ist alles, was alles Zweitliga. Nein, Herr, das Verona und die Wege, das kommt doch erst. Genua auch. Boah, ich verstehe kein Wort. Chance. Ich kenne keinen Namen von denen außer Udonese. Und Herr, das Verona. Hellas Verona. Kenn ich auch nicht. Doch, die sind auch von mir. Sonst sind sie alles Zweitliga. Nehmen wir an. Hab ich schon mal gehört. Aber nur weil ich. Und der Ball rollt wieder in der Coppa Nazionale. Viel Spaß! Weil ich bei der Mannschaft aussuche, die anderen Vereine gesehen habe. Das sind alles Zweitliga. Aber die zwei. So!
super Einsatz. Oh, jetzt komm. Das ist jetzt seine Chance. Oh, was macht er? Oh, schön. Nein, komm. Christian Pulisic. 1-0. Und da haben wir das Tor. Erster Einsatz, Jahr. Erstes Tor. Jawohl. Das ist Pulisic. Pulisic von Dortmund. Und hier sehen wir, wie er die Pulisic abhängt. Und Wolf am Ende unsere Hoffnungsszene im Mittelfeld. Tor unterzubringen. Nochmal der Treffer. Christian diesmal Pulisic. Auf einer anderen Person. Gemacht. Du hast keine Chance. Wir müssen keine Chance geben. Da mussten wir also bis zur zweiten Hälfte warten. Aber jetzt fällt endlich der erste Treffer. Kleiton. Da ist er mal. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Jetzt müssen Sie aufpassen. Den Ball holt er sich. Jetzt ist der Ball dort auf weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Und er gewinnt den Zweikampf. Kein Foul. Das ist wirklich kein Foul. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Ein wenig. Zeigt seine Bayern-Tricks. Und er bringt den Ball rein. Gute Flanke, aber noch besser verteidigt. Oder lieber die. Es gibt hier die Ecke. Geht er rein? Boah. Schuss! Zeigt einen Hammerschuss! Und trifft zum zweiten. Eine tolle Leistung beim Debüt. Diese Schuss müssen wir noch einmal anschauen. Der erste Treffer hat ihn wohl beflügelt. Das ist hier schon der zweite. Okay. Kleine Chance mit dem Tor. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Boah, jetzt kommt noch eine Wiederholung. Aus einer anderen Kameraperspektive. Boah, richtig ins Eck gelaufen. Löslich. Jetzt steht es 2-0, das dürfte ihn in Ruhe geben. Eben, da ist ein Tor und da macht gleich zwei Tore. Spielt den Ball direkt das zurück. Im ersten Spiel. Von Julian Green, ja, hätte man das eher. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Ist mehr offensiv. Jetzt wo denn? Jetzt könnte es gefährlich werden. Und er schießt! Weiter gefährlich! Jetzt Kontermöglichkeit. Paul Pogba ist zu Manchester United gewechselt und verlässt Juventus Turin. Also mit ihm. Und jetzt ein Schuss! Ui. Und so wird das nix, den hält der Torwart natürlich. Der Eckball hat das geholt. Eckstoß also. Haben jemand, der groß ist. Giovanni! Super schön. Kopfball, aber jetzt gehalten. Diese klasse Aktion von beiden mit dem besseren Ende für den Torwart. Runterspielen, weil wir müssen jetzt schon gehen, wenn sie noch weiter wollen. Jetzt wurde. Fairer Einsatz hier. It's Julian Green. Seine letzten Kraft. Das könnte die Chance werden. Green. Schuss. Das hat der Verteidiger klasse. Er zieht ab. Da ist der Torwart da. Ein Eckball. Ein weiterer Eckball gibt es. Ball ist diese im Aus. Partie. Es gibt Ecke. Nur die Wiederholung. Christian Pulisic. Fast noch ein Tor. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Das gibt einen Wurf. Jetzt die Gelegenheit. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Per Kopfball. Und das gibt Eckball. Versuch's mit dem Kopf. Den Ball hat er nicht voll getroffen. Ja, und deshalb der Abschluss auch nicht platziert genug. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Jetzt müssen sie aufpassen. Schießt er ihn rein. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Eckball geht's. Da kommt der Torwart mit einer Faust dran. Passlack geht auch ins Duell. Das schifft ihn schön weg. Schön gemacht von Passlack. Abseits. Er ist zu früh gestartet. Ja, da ist das Spiel längst und.
bringen wir noch Emre Mor. Ja, Julian Green. Ja, nicht für den Julian Green. Und noch der. Ja, Pulisic. Unterbrochen, wir sehen warum. Abseitsposition natürlich richtig gesehen. Kommt drauf, wenn er. Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Nein! Nein, er fällt. Er zeigt auf den Punkt, Elber! Er zeigt auf den Punkt, es gibt Elfmeter. Und eine Karte gibt es oben drauf, aber nur die gelbe, da war der Schiri gnädig. Und er macht den Elber! Die Fans geben nicht auf, sie geben nach wie vor alles. Aber jetzt muss der Funke natürlich auch auf die Mannschaft überspringen. Die muss jetzt nochmal kommen. 2-1, hier ist noch alles drin. Das könnte gefährlich werden. Ah, geht aber nicht auf. Roberto Crivello. Am besten. Schussversuch. Ja, er bringt ihn. Fantastisches Tor. Das ist ein Fehler des Torhüters. Und der macht er gleich sein Joker-Tor. Klasse, wie er sofort da ist. Das nennen die mal ein Stürmer. Kommt rein und macht ein Tor. Kann ich nicht sagen, der größte Wir hatten uns doch ein engeres Match erwartet, aber mittlerweile aber haben kann sie sich doch einige Chancen Kleine. Rausgespielt. Ne? Ja, Wolf, dann fällt eben auch mal das Tor. Ich bin jetzt halten. Auf die Reaktion gespannt. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3-1. Wo ist Tor? Wahrscheinlich jetzt die Entscheidung. Nachdem noch einmal für etwa 2-3 Minuten Hoffnung auf. Ceccherini. Also wieder ein Anschlusstreffer durch ein Penalty von Penalty von Simi. Nicht Simi. Das könnte eine Gelegenheit werden. Kopfball. Ah, sie bleiben weiter am Ball per Kopf abgelegt. Weiter Ball. So, da wird es angezeigt. 4 Minuten zusätzlich sehen wir noch. Ceccherini. Und per Kopf weitergespielt. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Das ist jetzt seine Chance. Er versucht. Ui, ja, mit dem Mama. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Und weil es so schön war, erneute Ecke. Wie viele Ecken gab es heute? Das sehen wir hier im statistischen Vergleich. Wow, eine riesige Flanke. Der Ball kam gar nicht so schlecht, aber sie können trotzdem klären. Ah, und dann ist die Partie vorbei. Ja. Wir gewinnen. Und eine Runde weiter. Oder ist das ein Hit nur der alte Abschluss? Applaus, Applaus. Weil es kein Rückspiel gibt. Meine Worte. Ich weiß gar nicht, gibt es hier noch Rückspiel? Nein, ich glaube nicht. Oh, jetzt kommt dann die. So. Wieder lang gedankt. Aber simulieren wir mal. Oder trainieren wir unsere Spieler noch? Ist auch wichtig. Unsere Spieler trainieren. Ja, dann schauen wir noch, ob es noch weitere Spieler gibt. Oh, Munir. Ist auf der Leihliste. Oh, leider nicht. Hätte ich jetzt ihn geholt. Den können wir noch holen. Was hast du für ein Budget? Budget? Ja, wahrscheinlich eben nicht so viel. 4 Millionen, ja. Ich mag 4 Millionen. Ach, 4 Millionen. 4 Millionen. Schau, mein Starter ist. Also im Sturm sicherlich nicht, da habe ich zwei gute. Dann in der Verteidigung habe ich auch noch, ja. Mittelfeld oder in der Verteidigung? Mittelfeld oder Verteidiger?
Hongkong. Schauen wir. In der Bundesliga. Immer Bundesliga. Immer. Super Line. Oh, da ist auch nicht schlecht. Aber ist ja nicht. Ist ja gut, ja. Ah, ja. Ja. Man sieht. Der könnte mal gut werden. Ja. Oh, Bund, ja, das ist auch wieder. Schon wieder Dortmund. Oh, Fabian Benko. Auch wieder Bayern. Schon, ja, der ist es. AZOM, ja. Aber wenn es nicht unbedingt. Na komm, ich sag mal den an. Sagen wir mal ein halbes Jahr. Weiter. Oh, sie kommen schon. Ein Waffenspieler. Guck mal, der ihre Tobas, 9 Millionen. Oder? Tobas. Munir. 9 Millionen. Wird ich den holen. Oh, jetzt kommt er gleich. Das erste war das Spiel. Den nehmen wir nachmal und dann war es dann schon bald. Video. Angenommen, oh, so viele. Angenommen, so viele. Angenommen. Okay, es hat ja jeder angenommen. Brauchen wirklich so viele oder sind so viele? Ich will mal schauen. Der mal. Du, ich nehme die schlechten nicht. Der Green. Ja. Und der ist sicher. Ich nehme, ja. Das ist gut. Habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, der ist eigentlich nicht schlecht. Aber auch nicht so schlecht. Ja, der ist schon 22, der ist ein bisschen erfahrener. Aha, der ist ein bisschen erfahrener. Und die sind hier. Würde ich noch Dings mitnehmen. Nee, noch zwei Jungs. Ja, niemand mehr. Hier. Leihe mit Kaufoption. Lehne es ab. Habe auch mal angefangen, weil sie nicht sind. Ja. Sind sie angenommen, aber nicht.
Transferangebot. Zu wenig? Wir brauchen bei Minimum 2 Millionen. Ey. Hallo? Für einen guten Spieler? Aber er ist schon 33. Ja. Aber er ist, glaube ich, sogar in der Startelf. Ich glaube, sicherlich. Wenn Sie es ja gesagt haben, dann weiß ich auch nicht mehr. Oh, jetzt kommt das erste Ligaspiel. Und wir haben Nationalspieler. Oh mein Gott, das habe ich nicht gewusst. Ah, dann haben wir den Wurm wahrscheinlich. Ah, oh nein, nicht mal. Mitrev, Alexandro und Tumatero. Ja. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.